Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. 5 minutes later. Woher wollen Sie das bitte wissen? Schau mal, du wusstest ja, du wusstest nicht mal, dass eine Frau geschlagen werden muss. Also ganz ehrlich, befass dich. Da haben wir doch gerade vorgelesen, dass eine Frau geschlagen werden muss. Und nicht nur das. Sie sagen, zeig wieder. Later. Die Frau im Islam hat sehr viele Rechte. Sie darf nicht geschlagen werden, sie darf nicht misshandelt werden. Die Frau ist im Islam ist heilig. Die Frau im Islam darf nicht mal angefasst werden. Few moments later. Schlag sie. Ein Moment. Kann ich erklären, warum da steht, schlag sie? Da mit einem Miswak. Ein Miswak ist, damit wo man zählt, wo man damit die Zähne putzt und nur auf der Hand und auf eine gute Art und Weise und respektvollen Art und Weise. Ich kenne das doch. Flashback. Die Frau im Islam darf nicht mal angefasst werden. Few moments later. Umar hat berichtet, dass der Prophet gesagt hat, ein Mann soll nicht gefragt werden, warum und wie er seine Frau schlägt. Das steht da drin. Das steht in den Schriften drin. Dann guck es nach, das steht da drin. Leute, lernt kritisch gegenüber dem zu sein, was im Koran steht. Flashback. Die Frau ist im Islam ist heilig.